Der 10. Spieltag in der Bundesliga wird vom VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt eröffnet. Anpfiff der Begegnung ist am Freitagabend um 20:30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena. Die Gastgeber aus Stuttgart stecken weiterhin in der Krise, daran konnte auch der neue Trainer Markus Weinzierl bisher nichts ändern. Der ehemalige Schalke-Coach übernahm vor rund 3 Wochen das Traineramt bei den Schwaben, nachdem Taifan Korkut mit einer Bilanz von lediglich 5 Punkten aus den ersten 7 Bundesliga-Partien den Hut nehmen musste. In den ersten beiden Spielen unter der Leitung von Weinzierl setzte es auf Anhieb 2:0 zu 4 Pleiten gegen den BVB sowie beim Derby gegen die TSG Hoffenheim. Eintracht Frankfurt musste am vergangenen Spieltag derweil den ersten Punktverlust nach zuvor 5 Pflichtspielsiegen in Folge verkraften. Beim 1:1 in Nürnberg verhinderte Sebastian Haller mit seinem 6. Saisontor in der Nachspielzeit eine Frankfurter Niederlage, zuvor konnte die SGE ihren Höhenflug in der Europa League ausweiten und steht nach dem 2:0 Heimerfolg gegen Apollon mit 9 Punkten aus 3 Spielen an der Spitze der Gruppe H. Gelingt dem VfB der erste Sieg unter Markus Weinzierl oder verschärft das Team von Adi Hütter die ohnehin schon prekäre Situation bei den Schwaben? In diesem Artikel erfahrt ihr alle wichtigen Informationen rund um die Begegnung. Zudem erklären wir euch, wo die Partie zwischen Stuttgart und Frankfurt live im TV und im Livestream zu sehen ist. Sobald sie verfügbar sind, erfahrt ihr hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften. VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, das Bundesliga-Duell im Überblick. VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Freitag, 2. November 2018, 20:30 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, 60.449 Plätze. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt live im TV, sowie zwar bei der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt am Freitagabend live dabei sein möchte, kann dies leider nicht im Free-TV tun, sondern muss auf den Bezahlsender Eurosport 2 HD Extra zurückgreifen. Bei Eurosport beginnt die Vorberichterstattung bereits um 19:30 Uhr. Dort analysieren Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer die Begegnung und liefern alles Wissenswerte rund um das Aufeinandertreffen zwischen Stuttgart und Frankfurt. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt zwar die meisten Übertragungsrechte in der Bundesliga, in diesem Fall wird das Spiel dort aber nicht live übertragen, da sich Eurosport die Exklusivrechte für die Freitagsspiele in der Bundesliga gesichert hat. Folglich ist das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt live und in voller Länge nur dort zu sehen. Welche Spiele heute und in den nächsten Tagen noch live im TV oder im Livestream zu sehen sind, erfahrt ihr in einem Überblick in einem separaten Artikel auf Goal. VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt im Livestream sehen. Ähnlich wie bei der TV-Übertragung verhält sich auch die Situation im Hinblick auf den Livestream zum Gastspiel der Eintracht in Stuttgart. Mit dem Eurosport Player seid ihr live beim Spielgeschehen dabei. Für Abonnenten kann das Angebot sowohl auf den PC als auch auf Android- und Apple-Geräten genutzt werden. Hierfür bedarf es zusätzlich die entsprechenden Apps, die entweder aus dem Google Play oder dem App Store heruntergeladen werden können. Bei Eurosport wird zur Nutzung des Streaming-Dienstes eine monatliche Gebühr von 4,99 € verlangt. Wer sich den Zugriff auf den Player für ein volles Kalenderjahr sichern möchte, zahlt insgesamt 49,99 €. VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt. Die Highlights auf das, um die Höhepunkte der Bundesliga anschauen zu können, ist der Streamingdienst DAZN die schnellste und einfachste Anlaufstelle. Das Portal stellt die Highlights sämtlicher Partien bereits 40 Minuten nach Abpfiff zur Verfügung, dementsprechend könnt ihr euch die besten Szenen aus Stuttgart gegen Frankfurt etwa um 23 Uhr anschauen. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN.
Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Falls ihr also die Begegnung zwischen Stuttgart und Frankfurt live im TV und Livestream verpasst habt, könnt ihr das auf der ZN nachholen. Im Rahmen eines Probemonats könnt ihr das Live-Angebot zunächst 4 Wochen lang kostenlos ausprobieren. Im Anschluss kostet eine Mitgliedschaft bei DAZN lediglich 9,99 € im Monat. Zudem ist das Abonnement jederzeit kündbar. Hier findet ihr zudem einen stets aktuellen Überblick über die Fußball-Livestreams von DAZN. VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt, die Aufstellungen. Sobald die beiden Trainer ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, erfahrt ihr sie an dieser Stelle. Erfahrungsgemäß geschieht das etwa eine Stunde vor Anstoß. VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt live im TK war die Begegnung zwischen Stuttgart und Frankfurt nicht wie oben beschrieben live im TV oder per Livestream verfolgen kann, muss trotzdem nicht in Gänze auf die Partie verzichten. Mit dem Live-Ticker von Goal zu VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt verpasst ihr keine spielentscheidende Szene. Bereits vor Spielbeginn erfahrt ihr hier als Wissenswerte rund um das Gastspiel der Eintracht in Stuttgart. Sobald der Anpfiff ertönt, liefert euch der Live-Ticker sämtliche Informationen zum Spiel, seine Statistiken, gelbe und rote Karten, Auswechslungen und noch viel mehr. Punkt. Mehr zum VfB Stuttgart und zur Eintracht Frankfurt.